So, okay, willkommen zum dritten Teil dieser kleinen Autoradioserie. Im ersten Teil habe ich euch dieses Radio vorgestellt. Im zweiten Teil habe ich gezeigt, wie ich mir hier diesen Adapter selber gebaut habe. Das Stück war beim neuen Radio dabei. Das ist der die Aufnahme quasi vom ISO-Stecker, die hier drin sind, aus dem alten Radio, was defekt ist. Da habe ich einfach gemäß der Belegung hier die Kabel des neuen Steckers mit dem alten verbunden. Und jetzt will ich das Radio mal anschließen und gucken, ob es funktioniert und wenn ja, wie es funktioniert. Ich werde das nicht komplett einbauen, da das hier nicht das Auto ist, für den das Radio vorgesehen ist. Aber wenn ihr es einbauen solltet, kommt dieser Einbaurahmen in den Schacht. Ihr seht, der passt da genau rein. Da wackelt eigentlich auch nichts. Wenn ihr den eingebaut habt, müsst ihr hier, um den Einbaurahmen in dem Schacht zu fixieren, diese kleinen Bügel umklappen nach allen Seiten. Hier sind auch noch zwei. Hier sind nochmal zwei, eins, zwei, unten auch und auf jeder Seite. Und dadurch, dass man das dann quasi hier umbiegt, hält der Rahmen im Schacht drinne. Wenn der drinne ist, kann das Radio reingeschoben werden. Klick. Diese Seitenteile rasten in entsprechenden Positionen ein und dann sitzt das Radio auch fest. Am Ende, damit es auch schön aussieht, kommt der Blendrahmen drüber. Der wird eingeklickt. Wenn ihr das Radio irgendwann wieder entfernen wollt, braucht ihr zum Entfernen hier diese beiden Montierhebel. Die steckt ihr, habe ich ja schon im anderen Teil auch kurz gezeigt, dann hier rein. Also wenn das Radio quasi hier drin ist, da rein. Der andere kommt da rein und dann kann man das Radio wieder rausziehen. Genau, dafür sind diese Montierhebel gedacht, um eben diese kleine Nase hier aus der Arretierung zu lösen. Brauchen wir heute nicht, weil wie gesagt, das Radio kommt ins andere Auto rein. Das hier ist nur ein Test, ob das alles funktioniert, was ich mir hier ausgedacht habe. Als erstes werde ich den Stecker hier mit dem Stecker im Schacht verbinden. Das Kabel ist leider sehr kurz, das heißt, das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. Aber ich mache nichts anderes als den ISO-Stecker hier, also der Stecker, der da und da reinkommt, in diese Aufnahme zu führen. Das ist auch nicht so spannend. Ich sehe auch nichts, aber doch, okay, ich glaube, der sitzt. Außerdem ist hier natürlich die Radioverbindung noch drin. So, die werde ich gleich mal hernehmen, so rum und Radio verbinden. Und den Versorgungsstecker anschließen. Die vier übrig gebliebenen Chin-Stecker sind für die Lautsprecheransteuerung. Also ich habe die jetzt hier rüber angeschlossen. Genauso gut würde es auch über die Chin-Stecker gehen. So, erstmal so weit rein. Damit man es auch vernünftig sieht, vielleicht lasse ich es draußen. Keine Ahnung, wie das angeht. Ich habe mir die Anleitung noch nicht durchgelesen. Achso, wahrscheinlich Zündung anmachen. Ah ja, Uhrzeit leuchtet schon mal. Die Folie lasse ich auch noch mal drauf, weil wie gesagt, das Radio ist nicht für mich und ich möchte es gerne neu übergeben. So. Da geht's mal an. Hello. Radio. Okay, Sender suchen, wahrscheinlich hier. Oh, Gate. Also hier sind natürlich auch die Lautsprecher nicht die besten. Aber hinten sind keine hier im Corsa. Jo, also ich finde den Klang gar nicht mal schlecht für ein Radio, was bloß 16,39 kostet. Also die Angabe 60 Watt mal 4, also 4 Ausgänge, das glaube ich nicht wirklich, aber das ist bei diesen ganzen Billigradios halt irgendein Wert angegeben. Und die Leistung ist natürlich vielleicht irgendwann unter Optimalbedingungen im Labor, die absolute Sinuswert mal 60 Watt gemessen worden, aber völlig ausreichend, perfekt.
Okay, weiter geht der Test. Diesmal habe ich hier einen kleinen USB-Stick dabei. Ein paar zufällig ausgewählte Lieder im MP3-Format. Okay, also wenn das Radio aus ist, man steckt den USB-Stick rein, das Radio schaltet sich ein und fängt auch gleich an zu spielen. Titel wird angezeigt. Ich ziehe es mal wieder heraus, dass man vielleicht ein bisschen mehr sieht. Titel. Crowder. Forgiven. Ja, Titel wird auch angezeigt. Also das Radio kann sogar die ID3-Tags anzeigen. Und Klang finde ich absolut in Ordnung für nur 16,39. Eins meiner Lieblingslieder. Save and I Do, der Fels. Jetzt kann man mit dem Equalizer verschiedene Vorstellung, Einstellung vornehmen. Wenn die Dunkelheit über mich hereinbricht, uns nicht auf. Equalizer off. Pop. Rock. Ja, Rock ist es nicht. Klassik auch nicht. Bist du mein Geländer und mein Licht auf all meinen Wegen? Herrlich. Okay, scheint bestens zu funktionieren. Was ich nicht testen werde, ist die SD-Speicherkarte und den AUX-Anschluss, weil ich dafür. Ich habe keine Speicherkarte und auch kein 3,5 mm Klinkenkabel. Aber jetzt werde ich nochmal das Telefon testen. Und zwar einfach mal. Den Anrufen. Verbunden war es bereits per Bluetooth. Einfach Bluetooth einschalten, am Handy auch. Verbindet sich automatisch ohne Eingabe von irgendwelchen Passwörtern oder Nummern. Okay, die ist nicht da. Dann rufe ich nochmal den dritten. Jo. Nur mal kurz ein Test. Ich habe ein neues Radio, so ein USB-Radio gekauft. Da ist eine Freisprechfunktion dran. Ich wollte mal fragen, wie du mich verstehst. Ja. Gut. Ja, war nicht schlecht. Ja. Okay, aber du verstehst mich gut, ja? Ja, ist gut. Ja, richtig gut. Nicht schlecht, so eine Funktion. Okay, alles klar, das war's schon. Okay, ja, gut, danke später. Jo, bis später, tschüss. So, auflegen. Gerettet, beflügelt und getragen. Okay, also ich finde, es funktioniert wunderbar. Die Musik wird unterbrochen automatisch, fängt automatisch an weiterzuspielen. Kann mich nicht beschweren, ich meine, für 16,39. Der Klang ist auch. Ich brauche dich. Also ich bin, muss ich wirklich sagen, schwer begeistert. Es gibt hier noch die Fernbedienung. Ich weiß nicht genau, wofür man die braucht, weil wahrscheinlich ist nicht unbedingt einfacher, die Fernbedienung zu bedienen, als hier mal eben drauf rumzudrücken. Aber nettes Future, vielleicht wenn jemand da hinten sitzt oder wie auch immer. Test jetzt nicht, weil ich will die Batteriesicherung hier nicht entfernen. Wie gesagt, das ist alles nicht für mich, von daher lasse ich das im Originalzustand. Okay, ich hoffe, ihr könnt was mit dem Test anfangen. Wie gesagt, das Radio, wenn ihr Interesse daran habt, findet ihr in der Beschreibung unten. Kostet zwischen 14,99 bis 25 oder 24,99. Und alle Funktionen, die beworben werden, funktionieren. Meiner Meinung nach einwandfrei. Tolles Ding. Mehr braucht man nicht. Ansonsten, wie immer, take care, God bless and see you soon.